Ja, hallo Leute, hier ist der Sibi und bevor das eigentliche Video startet, möchte ich etwas loswerden. Und zwar, wie ihr wisst, verkaufe ich mein 115er Set. Und falls ihr ein 115er Set sucht mit nicht ganz so guten Statuswerten, aber auf plus 10, dann könnt ihr mich ja gerne anschreiben. Nur, ich denke mal, wir werden uns auf einen guten Preis einigen, aber ich möchte das ganz gerne loswerden, weil ich es nicht brauche. Ne? Und von daher, ja. Falls ihr daran Interesse habt, kann ich nochmal durchgeben. Ne? Könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich weiß es nicht, hat keine Traumstatuswerte, aber wie gesagt, es ist schon plus 10 und die Arbeit ist so mit halt, erspart ihr euch im Prinzip das ab. Ne? Nur mal als kleine Information. Gut, dann viel Spaß beim eigentlichen Video. Ja, hallo Leute, hier ist der Sibi und ich hoffe, das ist das letzte Video von dem 125er Set, also Handlung des 125er Sets. Ne, nicht, dass ich keine Lust mehr habe, aber wäre schön, wenn ich heute das auf 100, nee, auf plus 10 bekomme. Und da ist auch noch Karis. Sehr schön. Ja, wir befinden uns im ominösen Tal. Ich habe nämlich gedacht, hey, komm, ich kann ja mal gucken, ob es dort auch einen sogenannten Schmied gibt. Und tatsächlich Kahn hier ganz oben in einem, ja, rechts bei der Nähe von unheilvollen Schlucht. Und so richtig habe ich es noch gar nicht mit euch begutachtet. Ich denke mal, das werde ich halt separat machen im Let's Play oder wie auch immer. Mal gucken. So, als erstes hoffe ich doch mal, dass Kahn und Eve oder wie auch immer uns Glück schenkt beim Mappen. Ne? Also ich will jetzt eigentlich gerne nur 10 Versuche benötigen, verwenden, wie auch immer. Und vielleicht ist das Glück auf unserer Seite, vor allem im ominösen Tal. Wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar, wenn das klappen würde. Übrigens, ja, ach nee, das, was ich sagen wollte, brauche ich nicht erwähnen. Ah, schade. Schade ist, dass auch das nicht geklappt hat. Ja, ich habe auch schon überlegt, was wir als nächstes aufwerten werden. Und zwar das Set ist dann hoffentlich auf plus 10. Ne? Und dann haben wir halt Schmuck und das wollte ich auch upgraden. Aber schade, hat immer noch nicht geklappt. Stellt euch mal vor, mit Sicherheitsstein geht das Set-Teil kaputt. Stellt euch das mal vor. Wie man das nachweisen will, ne? Das ist schon die Frage. So, nichtsdestotrotz, was ich als nächstes haben wollen würde, wäre nämlich das Armband. Das ist jetzt auf plus 8, kann immerhin noch auf plus 15. Weitere 7 Stufen. Schade auf plus 8. Was ist schade, aber ich hoffe immer noch, dass es 2 Stufen höher geht. Oh, das wäre ja mega geil, wenn das jetzt klappen würde. So. Ja, und was mir aufgefallen ist, wo ist der Sortier-Button? Funktioniert das hier in dieser Ebene nicht? Oder warum ist der weg? Weil ich finde, dass eigentlich die Funktion ist echt total hilfreich. Und es wäre doch echt schade, wenn es jetzt für immer fort wäre. Ja, ich habe immer noch, also ich habe jetzt mittlerweile kein Geld mehr auf diesen Charakter. Ich hau das immer mittlerweile eigentlich immer aufs Lag. Oh, und plus 10? Schade, aber es ist plus 9. Und jetzt können wir mit Karis arbeiten. Und haben sogar noch 5 Versuche. Also wenn es jetzt nicht bei den ersten 2 Versuchen klappt, haben wir immer noch 3 Versuche. Das Ding ist halt, wir haben jetzt im Prinzip 4 Versuche noch. Optional hätten wir jetzt 4 Versuche. Was haben wir denn? Ne? Weil 4 Versuche. Gut. Ich sag das mal lieber nicht so viel zu laut. Nicht, dass wir die 4 Versuche verbrauchen und am Ende es doch nicht geschafft haben. So, ich kann da mal gucken. Also im Prinzip, ich habe eigentlich jetzt, gut, wir können die Kymus-Axt. Oh. Aufwerten, aber ich sag mal so, ich denke mal, wir werden, glaube ich, die 3 Versuche benötigen. Ne? 2 Versuche noch. Uiuiuiui. Ich sag mal 5 Versuche, das sollte eigentlich schon drin sein. Ansonsten wäre das sehr, oh, mies. Oh Gott. Oh. Und ich, oh Gott, und ich witzel noch, dass es eventuell so sein könnte. Oh nein, wir haben nur noch einen Versuch. Oh nein, das wäre so echt, so richtig traurig, so richtig.
richtig mies eigentlich. Ich meine, die anderen Versuche. Ah. Gott, der letzte Versuch. Oh, bitte, 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 lass es geschehen. Lass das Set-Teil jetzt auf plus 10 kommen. Bitte. Das wäre wunderbar und würde mir so helfen. Tatsächlich hat es nicht geklappt. Es hat tatsächlich nicht geklappt. Und wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt nochmal immer jeweils eins öffnen. Wo habe ich das jetzt? Ja, das müssen wir gucken, dass wir jetzt... So, das mache ich jetzt auch nur, weil ich das auch ins Inventar legen kann, ins Lager legen kann, weil es da Account gebunden ist. Von daher geht das. Ich verstehe aber nicht, warum die goldenen Juwelen nicht Account gebunden sind, wie die anderen beiden. So, wir haben immerhin noch einen neuen Versuche. Na gut, das ist schon echt. Es ärgert mich. Das ärgert mich echt, dass es jetzt so viele Versuche braucht, weil guck mal, bei den letzten Male hat es gleich nach dem ersten oder zweiten oder dritten, also drei Versuche hat es maximal gebraucht. Und wir haben jetzt hier schon sieben Versuche. Sieben Versuche, glaube ich, ne? Benötigt. Verstehe ich gar nicht, warum das jetzt so. Excuse me. Can you please, get plus 10 oder so. Oh Mann, das ist aber echt echt kacke. Muss ich leider so sagen, das ist echt blöd. What the fuck? Was soll das? Ich meine, mich stört es jetzt nicht, ne, aber es ist trotzdem total unnötig. Ich meine, wir haben 6 Versuche, so ist es nicht. Und das wird auch definitiv da klappen. Da bin ich mir ganz sicher. Hoffe ich doch. Hey, und plus 11. Das wär's ja. Nein, plus 10. Wir haben jetzt ein komplettes 125er Set auf plus 10. Wir gucken mal, wie viel Def wir jetzt haben. Über 14.000? Fast 14.000 Verteidigung. Das ist schon eine Hausmarke und da bin ich auch sehr, ja, dankbar, dass es geklappt hat. Finde ich echt total geil. Und wie gesagt, beim nächsten Mal, wir können ja mal gucken, wir brauchen jetzt Fragmente von Bijou und wir werden kurz nach Ohr reisen. Ne? Und die Framerate wird natürlich jetzt richtig einbrechen, ja, ich weiß das. Deswegen werden wir uns an einen Ort begeben, wo es nicht ganz so extrem ist mit der Framerate und geht sie langsam hoch. Ja, die, oh, die geht aber schon. Naja. Wir können ja mal auf einen auf D machen. Und tatsächlich haben wir jetzt, ja, deutlich über das Doppelte der Framerate. Und das ist doch schon mal etwas. So, wir können ja mal gucken. Fragment war das, ne? Fragment. Zack. Und gucken wir doch mal. Das sind alles 3 Gold. Ich meine, ich könnte natürlich kaufen. Das sind immer 30. Komm, wir machen Folgendes. Wir werden erstmal alle einblenden wieder. Was eigentlich blöd ist, aber ist egal. Wir gehen jetzt einfach mal zum Lager und kaufen dann Fragmente, weil dann haben wir das schon gekauft und ja, abheben. 90 Gold brauchen wir. Verstehe ich gar nicht, warum das weg ist. Okay, dann gehen wir nochmal, geht natürlich nicht. So, dann gehen wir nochmal hier Fragment. Und dann gehen wir einfach mal hier hin. So, und ich glaube, ich weiß sogar, wo er ist. Und wir haben da sogar eine Quest zum Abgeben. Und ja, die Quest, das Let's Play wird auch wieder bald aktiv aufgenommen. Ich bin auch schon fleißig dabei zu rendern. Was du wolle. 7 Gold. Boah.
Das ist schon nicht schlecht, ne? Aber wir brauchen ja derzeit keins mehr, von daher passt das eigentlich. So, nochmal das kaufen. Und ich weiß, eventuell ist das doch ein bisschen zu teuer. Aber das ist mir jetzt egal. Guck mal hier, der Manticore. Zauberstab. Oh, ich hatte ja einen guten. Ich habe den leider damals echt für sehr, sehr wenig. What the fuck? Geld verkauft. Leider, leider, ne? Aber ich kann man nicht mehr ändern. Und man braucht auch nicht hinterher trauern. Oh krass, die sind ja richtig gesunken. 7 Gold. Das ist ja echt amazing. So, wo haben jetzt hier Fragmente? Nervt, das stört mich gerade total, dass ich das so komisch gucke. Hä? Fragment reicht, glaube ich, ne? Auch da? In die Richtung? Ach hier. Oh ja, und dann kaufen wir nochmal 10 Stück. So, und ja, ich würde sagen, ich gehe nochmal schnell woanders, weil hier ist ja wahnsinnig viel Logos. Also das Spiel müsste eigentlich mal richtig optimiert werden, nochmal eins. Das wäre schon was Feines, aber das geht ja eigentlich immerhin. Komm, wir können mal aufs Fall gucken. Ne? So sieht man das beim La. Also ist schon echt wahnsinnig, was schon krass, wie viel los ist. Freue ich mich auf jeden Fall. Aber hey, egal. So, ihr Lieben, ich würde sagen, das wäre es an dieser Stelle. Das Set ist, wie gesagt, plus 10, plus 10, plus 10 und plus 10. Es hat sehr, 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 sehr viele Versuche benötigt. Aber hey, irgendwann, ne? Ja, das stört mich. Ich müsste mal reloggen. Ja, gut, ihr Lieben. Wenn das Armband auch plus 15 ist, dann ist das halt eigentlich perfekt. So wie ich es haben wollte von der Death. Kann natürlich immer besser sein, müsste man nur würfeln, aber ehrlich gesagt habe ich da keine Lust drauf eigentlich. Ne? Aber hey, man weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja noch ein gutes Angebot, dass ich ordentlich Hammer bekomme. Dann kann man sich nochmal angucken. Ich glaube, das kommt man noch, das Oberteil nicht, das und das auch. Also 30 Hammer müsste ich ungefähr haben, damit ich alles würfel. Vielleicht brauche ich das auch nicht, aber ist egal. Gut, Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Frustmomente waren dabei, aber hey, das kennen wir nicht anders. Also, macht's gut. Bis zur nächsten Let's Up-Folge. Also, tschüss.